Was geht ab, Gruß? Viele von euch feiern es ja anscheinend nicht, dass ich mich gerne absichtlich von Vollidioten trollen lasse, die es offensichtlich nicht ernst meinen. Deswegen werde ich mich jetzt von Vollidioten trollen lassen, die es sehr ernst meinen. Ich werde ab jetzt nach und nach die Bibel analysieren. Dafür habe ich mir direkt mal ein Exemplar bestellt. Und was ist das Erste, was jedem mit gesundem Menschenverstand in den Sinn kommt, wenn er eine Bibel in die Hand nimmt? Nein, das würde ich doch niemals tun. Ich hatte übrigens nie Religionsunterricht, bin nicht getauft oder konfirmiert und habe generell überhaupt keine Ahnung von dem, was hier drin steht. Aber jetzt gucken wir doch mal völlig vorurteilsfrei in dieses heilige Buch der Kinderschänder. Für das ich übrigens fast 20 Euro bezahlt habe, kostet es wirklich 20 Euro, dieses Buch herzustellen? Man müsste doch meinen, dass ich an dem Wort Gottes niemand bereichern will. Oder etwa doch? Wenn man berücksichtigt, was die Herstellungsmaterialien, der Vertrieb und der Druck kosten, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses extravagante Klopapier mehr als 3 bis 4 Euro kostet. Aber das macht nichts. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Geld ausschließlich sinnvolle Verwendung findet. Ach ja, wusstet ihr, dass die Bibel mit über 2 Milliarden Kopien das meistverkaufte Buch der Welt ist? Also wenn einer Plan für Merchandise hat, dann ist es die Kirche. Da fällt mir noch ein... Ach scheiße, ich muss das jetzt wirklich lesen, oder? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Moment mal, am Anfang schuf er Himmel und Erde, aber wo hat er das denn hingetan, wenn es vorher nichts gab? Hätte er nicht vorher das Universum schaffen müssen oder so? Und wer oder was soll dieser Gott sein? In normalen Büchern wird der Hauptprotagonist doch zumindest vorgestellt. Hier muss man sich gleich damit abfinden, dass es einen Typen namens Gott gibt, der aus dem Nichts kommt und irgendwas schafft. Egal, ist ja nicht so wichtig. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Ah, okay. Die Erde hatte also schon mal Wasser zum drauf rumschweben. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen Gott und dem Geist Gottes? Das sind die ersten beiden Seiten von dem Schinken und das ist ein kleines bisschen kryptisch. Oder findet ihr nicht? Und Gott sprach. Ah, guck mal, jetzt ist es wieder Gott und nicht der Geist Gottes. Den benutze nur zum mir das Wasser schweben like a boss. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Also er sprach, es werde Licht. Und damit hat er dann wohl die Sonne erschaffen. Gangster-Shit. Aber mal was anderes. Und Gott sprach und es ward und hier und da und tralala. Und. Das meistgebrauchte Wort bis jetzt ist und. Hat dieses Buch ein 8-Jähriger geschrieben, der auf dem Schulhof zerwichst wurde? Der Einzige, der da kleine Parallelen sieht? Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Yeah. Okay, hat also gemacht, dass sich die Erde dreht. Respekt und Anerkennung. So, jetzt kommt etwas, was ich im ersten Moment ziemlich kompliziert fand. Oder sagen wir mal eher, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da Scheide zwischen den Wassern. Ja, da steht Scheide. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Also nochmal zum Mitschreiben. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Wir haben hier die Erde. Da ist Wasser drauf. Das ist das Wasser unter der Feste. Dann kommt die Feste und da ist nochmal Wasser drauf, welches Gott von dem Erdenwasser geschieden hat. Kapiert ihr das? Der Lappen, der das geschrieben hat, dachte ernsthaft, dass das Universum aus Wasser bestehen würde. Und die Erde eine Art Glasscheibe hat, also die Feste, die das Wasser abhält. Und Gott nannte die Feste Himmel. Das ist mit Abstand... Ja, das ist wirklich mit Abstand das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Das ist ungefähr auf ähnlichem Niveau wie die Erde ist eine Scheibe. Oder Haftbefehl hat gute Texte. Wahrscheinlich haben die sich so gedacht, blau, blau, Wasser, Gott, Feste, behindert. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe.
Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Wir haben also Waterworld mit Kevin Costner. Dann soll sich das Wasser an bestimmten Orten sammeln und das Trockene soll sichtbar sein. Wie genau soll das funktionieren? Wo soll das Wasser hin, das den gesamten Planeten bedeckt? Hat er einen kolossalen Stöpsel gezogen und Wasser in das Erdinnere geleitet, welches dort verdunstet ist? Oder hat der Heilige Geist Gottes das alles weggesoffen, als er am Drüberschweben war? Aber wieso hat er nicht einfach von Anfang an weniger Wasser genommen? Hat Gott sich verrechnet? Boah, klang das schwul. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden. Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere. Und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Okay, es werde Licht war wohl doch nicht die Sonne, sondern nur das Sippo von Gott. Cool Story, Bro. Aber warum machte er zweimal Tag und Nacht? Fand er Tag und Nacht vorher nicht fresh genug und machte deswegen Tag und Nacht Reloaded, Tag und Nacht 2.0 mit Lichtern Deluxe? Am Anfang hieß es, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und dann, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Also es gab schon Tag und Nacht und dann kamen die Lichter, die da scheiden Tag und Nacht? Ach ja, ich mag das Wort Scheide. Ist nicht so eklig wie das Wort Fotze. Man will doch lieber in eine Scheide als in eine Fotze. Egal. Dachte der Verfasser dieses Textes, dass die Lichter am Himmel gar nichts mit der tatsächlichen Helligkeit zu tun haben und nur so zu Dekozwecken da dran gebastelt wurden von Gott? Ich meine, wir haben ja heute auch gelernt, dass wir im Weltraum ein fettes Planschbecken und eine Glasscheibe haben. Dann ist ja alles möglich. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Wer ist jetzt uns? Er und sein Geist? Irgendwelche anderen Götter? Seine besoffenen Kollegen, die ihn von der Seite anfeuern? Gott, Gott, Gott. Ey, yo, mach mal Menschen, yo. Nach unserem Bild und so, Biatch. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Okay, nochmal zum Verständnis. Die Erde ist laut heutigem Kenntnisstand etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und wurde laut diesem Buch hier nur ein paar Tage vor dem Menschen erschaffen. Also ist der Mensch ebenfalls 4,5 Milliarden Jahre alt. Also haben wir die Dinosaurier und die Eiszeit überlebt. Das ist ja ziemlich cooler Scheiß. Ich dachte immer, wir stammen von den Affen ab. Und da gab es sowas, das nannte sich Evolution. Dumm von mir. So, das war das erste Kapitel der Bibel. Was soll man jetzt davon halten? Nein. In der nächsten Folge, vorausgesetzt, ich wurde dann noch nicht von christlichen Fundamentalisten auf dem Scheiterhaufen verbrannt, seht ihr das Paradies. Yeah.